Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch und mit deinem Geist. Nimm Platz, bitte. Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Mit der ganzen Kirche feiern wir den Gedenktag vom heiligen Alphonse Liguori, der die Kongregation des Allerheiligsten Erlösers, Redemptoristen, das heißt oder bedeutet Redemptoristen, gegründet hat. Auf seine Fürsprache legen wir unsere Pläne und auch unsere Gebetsanliegen vor Gott hin. Am ersten Tag des neuen Monats August. Wir beten auch mit Familie Lachner für Verstorbenen, Fanny und Angehörigen. Den Nachbarn, wir beten auch mit den Nachbarn von dieser Familie für verstorbenen Manfred Gradl und verstorbenen Thomas und Benjamin Aumeier. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchtet. Lass sie ruhen in Frieden. Amen. Um Jesus willkommen zu heißen, Jesus, der gegenwärtig ist in der Eucharistie, in dieser heiligen Messe willkommen zu heißen, bitten wir jetzt um sein Erbarmen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und alle Brüder und Schwestern, gesündigt in den Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten beim Gott unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Ja, lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast den Heiligen, du Gott, du Herr deines Volkes, du schenkst der Kirche zu allen Zeiten Menschen, die durch ihren Glauben und ihre Liebe ein Vorbild sind. Gib das uns gleich dem heiligen Alphons, das Heil der Menschen am Herzen liegt, und schenke uns im Himmel den Lohn, den ihr schon empfangen habt. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Jeremia. Weh mir, Mutter, dass du mich geboren hast, einen Mann, der mit aller Welt in Zank und Streit liegt. Ich bin niemands Gläubiger und niemands Schuldner, und doch fluchen mir alle. Kamen Worte von dir, so verschlang ich sie. Dein Wort aber war mir Glück und Herzensfreude, denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr Gott der Herde. Ich sitze nicht heiter im Kreis der Fröhlichen, von deiner Hand gepackt sitze ich einsam, denn du hast mich mit Groll angefüllt. Warum dauert mein Leiden ewig und ist meine Wunde so bösartig, dass sie nicht heilen will? Wie ein versiegender Bach bist du mir geworden, ein unzuverlässiges Wasser. Darum, so spricht der Herr,
Wenn du umkehrst, lasse ich dich umkehren. Dann darfst du wieder von mir stehen. Redest du Edles und nicht Gemeines, dann darfst du mir wieder Mund sein. Jene sollen sich dir zuwenden, du aber wende dich ihnen nicht zu. Dann mache ich dich für dieses Volk zur festen, ehernen Mauer. Mögen sie dich bekämpfen, sie werden dich nicht bezwingen. Denn ich bin mit dir, um dir zu helfen und dich zu retten. Spruch des Herrn. Ja, ich rette dich aus der Hand der Bösen. Ich befreie dich aus der Faust der Tyrannen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. So spricht der Herr, ich habe euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich gehört habe von meinem Vater. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch und mit deinem. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr. Es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf dem Leuchter, dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen, Amen, das sage ich euch. Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor
davon nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Jesus. Halleluja. Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser, wollen wir beten. Für eine Kirche, die den kleinen und bedrängten Gottes Erbarmen verkündet und vorlebt. Christus, Herr, erbarme dich. Christus, Herr, erbarme dich. Für die Lehrer der Moraltheologie, die Christi Weisung den Menschen auslegen. Christus, Herr, erbarme dich. Christus, Herr, erbarme dich. Für Richter und Juristen, die über Recht und Unrecht entscheiden. Christus, Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Für alle Männer und Frauen, die für andere Verantwortung tragen. Christus, Herr, erbarme dich. Christus, Herr, erbarme dich. Wir beten mit Familie Lachner, der verstorbene Fanny, und wir beten mit den Nachbarn von dieser Familie, für verstorbene Manfred Gradl, Thomas und Benjamin Aumeier. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Wir legen auch, wie ich am Anfang gesagt habe, wir legen alle unsere Pläne und auch Gebetsanliegen in diesem Gottesdienst vor Gott hin. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Lass uns jetzt in der Stille unserer Herzen alle unsere Anliegen, persönliche Anliegen, einschließen. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Denn durch dich gelangt unser Leben zur Vollendung. Dir sei Ehre und Lobpreis in alle Ewigkeit. Amen. Schwestern und Brüder, das mein und euer Opfer
Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an, aus seinem Hände, zum Lob und Ruhm seines Namens. Herr, unser Gott, du hast dem Bischof Alphons die Gnade gegeben, beim eucharistischen Opfer sich selber dir als heilige Gabe zu schenken. Läutere auch unsere Herzen im Feuer deines Geistes und heilige sie. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Wir haben sie. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist in Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und am Fest des heiligen Alphons Liguori deine Größe zu rühmen. Sein Leben aus dem Glauben ist uns ein Vorbild. Die Botschaft seiner Predigt belehrt uns. Seine Fürbitte erwirkt uns Schutz und Hilfe durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Sing heilig, heilig, heilig bist du, Herr und Gott. Sing die Engel heilig, bist du, Zebaoth, im Himmel und auf Erden, so deine Herrlichkeit. Gelobt, gepriesen werden, jetzt und in Ewigkeit, jetzt und in Ewigkeit. Ja, du bist heilig, grüße Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bieten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte er seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahlen Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes
und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut. Lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Vor allem beten wir für verstorbenen Fanny, alle verstorbenen Angehörige von Familie Lackner. Wir beten auch für verstorbenen Manfred Gradl, verstorbenen Thomas und Benjamin Aumeier. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, vom Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, vom Anbeginn der Welt. Das werde ich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unsere Tage. Komm uns zu Hilfe mit deinen Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll zuversichtlich das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bieten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst den Weg des Sünde der Welt. Erbarme dich uns. Lamm Gottes, du nimmst den Weg des Sünde der Welt. Lamm Gottes, du nimmst den Weg des Sünde der Welt. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach, aber sprich nur ein Wort, so werde ich mein Segen gesunden. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Amen.
Er ist der treue und kluge Verwalter, den der Herr einsetzen will, damit er seinen Dienern zur rechten Zeit gibt, was sie zum Leben brauchen. Lasset uns beten. Herr, du hast den heiligen Alphons zum treuen Ausspender und Verkünder dieses Sakramentes gemacht. Gewähre auf seine Fürsprache, dass deine Gläubigen diese heilige Speise oft empfangen und dich in Ewigkeit preisen. Darum bieten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ja, am ersten Tag des Monats August wünsche ich euch alle alles Gute, viel Glück und noch dazu gesegnete gute Nacht und gute Erwartung im neuen Tag. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Ich segne und behüte euch, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Danke. Und schlaf gut auch in Gottes Frieden.